Der BFC Dynamo wollte in Fürstenwalde die Meisterschaft feiern. Mit einem Sieg wäre man durch. Fast 2000 Fans aus Hohenschönhausen wollten live dabei sein. Der Tabellenführer begann überlegen, druckvoll, suchte von Beginn an die Offensive. Die 16. Minute im Strafraum lauert Christian Beck. Tolle Parade von Staniszewski, aber sie haben den Pfiff gehört. Beck stand im Abseits. Der Tabellen-17. Aus Fürstenwalde brauchte eine halbe Stunde, ehe man den Respekt so ein wenig ablegen konnte. Stagge beim Freistoß. Stagge bekommt den zweiten Ball, zieht Volley ab. Der erste Torschuss der Fürstenwalder Kapitän Lukas Stagge. Die 33. Minute. Der BFC profitiert hier vom Ausrutscher von Weiß. Und dann geht es ganz, ganz schnell. Daryl Goertz, der Ex-Fürstenwalder, auf dem linken Flügel. Punktgenaue Flanke. Da ist Andor Boliki. 1:0 BFC Dynamo. Andor Boliki. Saisontor Nummer 14. Der Ungar kann sich feiern lassen. Tolle Vorarbeit auch von Daryl Goertz, der von Jaros da nicht zu stoppen ist. Beck und auch Boliki im Zentrum völlig frei. Das war nicht gut verteidigt von der Fürstenwalder Dreierkette. Der BFC auf Kurs. Aber nach dem Tor von Andor Boliki wurde Fürstenwalde stärker. Die 43. Minute Einwurf in Strafraumnähe. Eschele bringt den Ball irgendwie zu Habimana. Riesenmöglichkeit für den Winterneuzugang aus Belgien. Aber aus 5 Metern trifft Habimana das Tor nicht. Die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Freistoß Fürstenwalde. Weiß und da ist Stagila. Der muss sich richtig lang machen. Berg noch mit der Nachschusschance. Die letzte Möglichkeit. Stagila hält die Null fest. 1:0 also die Führung für den BFC Dynamo zur Pause. Die mitgereisten Fans machten sich so langsam warm für die Meisterfeier. Aber Union Fürstenwalde kam besser aus der Kabine. Weiß bringt den Ball hier in den Strafraum. Da kommt Siebeck und prüft den eigenen Torhüter. Ein fast Eigentor, aber Stagila auf dem Posten. Nach einer guten Stunde hat der BFC die Hand ganz, ganz dicht an der Meisterschale. Boliki mit dieser Möglichkeit. Siebeck mit dem Nachschuss. Zwei Riesenmöglichkeiten. Tolle Parade auch von Staniszewski, der diesen Kopfball von Boliki aus 5 Metern sensationell pariert. Und dann gerät Siebeck in Rücklage. Das hätte das 2:0 sein müssen. Stattdessen 10 Minuten vor dem Ende. Nach dieser Aktion, als Berg da zu Boden geht, nach dem Zweikampf mit Boliki, gibt es Freistoß für Union Fürstenwalde. Berg legt sich da gleich nochmal mit Steinborn an. Der Freistoß steht, wird getreten von Kapitän Stagge. Kenny Verhune hatte 5-mal gewechselt und einer der 9 ist Valentin Rode und der trifft zum 1:1. Lange Zeit verletzungsbedingt ausgefallen. Valentin Rode, jetzt macht er als Joker dieses so enorm wichtige Tor. Guter Freistoß von Stagge und Rode macht das schulmäßig. Keine Chance für Stagila. Der Ausgleich für Union Fürstenwalde. Jetzt waren die Unioner am Drücker. Nur eine Minute nach dem Ausgleich. Zekiri mit der 17, auch der war eingewechselt worden, bringt den Ball ins Zentrum und kommt dann nochmal zum Schuss. Riesenmöglichkeit für Union. Zekiri verfehlt das Tor von Stagila nur knapp. Der BFC mächtig unter Druck, kann diese Situation gerade so klären. Ben Benek wusste, diese letzten Minuten musste seine Mannschaft überstehen. Wenigstens einen Punkt wollte man mitnehmen. Die 89. Minute. Der BFC unter Dauerdruck. Wunderlich, auch der war eingewechselt worden. Letzte Aktion des Spiels. Aber Stagila hält den Punkt fest für den BFC. Es blieb beim 1:1. Die Enttäuschung war Steinborn und Co. deutlich anzusehen, trotz 6 Punkten und 15 Toren Vorsprung. Haben ein großes Spiel gemacht, sind nervös geworden. Das ist normal in dieser Phase, dass du, wenn du ganz kurz davor stehst, alles gut. Ich hätte den Jungs das so gerne gegönnt, dass sie hier dann wirklich den Deckel drauf machen können. Tja, machen wir das dann halt ein andermal. Ja, es ist dann immer nicht so einfach, über die Ziellinie zu kommen. Ich glaube, das war bei dem einen oder anderen im Kopf heute. Ja, aber trotzdem, wir haben dann das 1:0 gemacht, können dann eigentlich noch das zweite machen. Und zweite Halbzeit war dann halt nicht mehr so gut von uns. Und ja, trotzdem
nehmen wir den Punkt jetzt mit. Ist natürlich ärgerlich, dass wir jetzt noch nicht komplett durch sind, aber wir geben einfach weiter Gas. Ja, ist auf jeden Fall richtig geil. Vor allem, dass die jetzt hier nicht richtig krass feiern können, weil sie nicht wissen, ob sie durch sind. Das war unser Ziel. Wir sind glücklich mit dem Punkt. Klar, hätten wir auch noch gewinnen können. Das wäre noch das i-Tüpfelchen gewesen. Aber wir sind rundum zufrieden. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Für das Vertrauen der ganzen Mannschaft und vor allem vom Trainer, dass er mich aufstellt und mir in so einem Spiel mit so einer Kulisse 20 Minuten gibt. Und da noch das Tor schießen zu dürfen, ist einfach, ja, das macht den Fußball aus. Ist einfach unglaublich. Der BFC holt einen Punkt in Fürstenwalde. Die Meisterfeier ist also verschoben. Vielleicht ja auf den nächsten Samstag. Da kommt der BRK nach Hohenschönhausen.